Falls du das mal Scheiße machen, komm, wir pranken jetzt jemanden. Ich habe gestern Abend schon ganz Zeit rumgeprankt. Nee, komm mit, Falls wir machen jetzt den größten Prank der Geschichte des Jahrhunderts. Nein, wen pranken wir alles, Falls da? Wir machen jetzt ganz viel Bambus bei Busti. Bambus? Ja, wegen Bambusrang. Fabo hat das verpasst gestern. Fabo, wir haben da was introduced. Wir haben da gestern was introduced. Und zwar heißt es nicht mehr Schere, sondern ja, es heißt falsch. Direkt falsch. Bambus. Nein, wir haben einen 70B-Emote, adden. Bambus. Aber Bambus ist, wenn man Scheiße gebaut hat und seinen Status wechseln muss. Nicht Schere. Ja, aber so Type. Ja, aber Bambus. Es ist ja okay. Type Beat. Ja, es ist Type Beat. Und jetzt platzieren wir überall bei Basti Bambus. Wo hast du ganz viel Bambus? Gib mal Bambus. Ich hab jetzt Bambusholz. Aber lass doch Bambus. Diese Stämme, weil die wachsen hoch, Bambus. Die sind noch nerviger. Ja, aber ein großer Bambus wäre auch krass. Mann, dieser Loco Chicken Rotzeimer. Lass mal Bambus holen, Komm, Westlich komm. Ich von dir ist super viel. Wosten, Osten. Für diesen Prank mache ich, wie soll ich sagen, schau auf meinen Rang. Boah, nee, ich werde in meinem Leben nicht Bambusrennen machen. Alter, so tief will ich nicht fallen. Ich brauche viel mehr Bambus. Hat keiner eine Bambusfarm, wo man einfach rausnehmen kann? Ich glaube, No Way will eine bauen. Bei mir abbauen. No Way, dass er die bauen will. Oh! Tut mir leid, du musst so lachen, aber ich habe vergessen, wie. Okay, komm, Marcel Base. Komm, Norex Base. Norex läuft ja aktuell die ganze Zeit in Status GRG rum, ne? Weil der Basti immer ab und, ne, er muss zur Strafe. Der bekommt jetzt seine ganze Base, wird jetzt voll mit Bambus gesetzt. Das ist die Nummer 1, die wir bringen. Okay, dann lass mich noch ein bisschen Bambus farmen. Nein, ich place schon. Überall Bambus. Überall Bambus? Ja, und lass einen richtigen Bambus überall hin bambussen. So in die Mitte von der Base. Der so durch seine Wände geht, durch die Base. Oh mein Gott, richtig nervig. So richtig einer, der Decke sprießt. Ja. Hallo, Stegi. Stegi, der Feind. Der Erzfeind. Wegen was der Feind? Stegi, warum hat Basti Zock gestern, warum ist der so ausgerastet? Ist der besoffen nach Hause gekommen? Digga, ich checke es nicht. Habt ihr es gesehen? Habt ihr den großen Swans gesehen? Ja. Digga. Ein Swans. Wie hast du das genannt? Warum nennst du das? Swans, man, Swans. Wie nennst du das beim Melle? Auf jeden Fall nicht Swans. Okay, wie dann? Oh. Heule. Das ist ein hartes Introducing. Schon wieder. Ich sag Heule. Ja, sie sagt aber auch nicht nein. Ja, okay, du hast es erledigt. Nein, okay. Nein. Hat sie dir das schon mal geschrieben, Fabo? Nein. Nee. Das heißt, bist du dir sicher? Ja. Schlusslanze ist ein guter Call. Lol. Weißt du, komm mit Bambus, bitte. Hä? Guck mal, komm mal schon bei ihm rein. Nein. Wo seid ihr gerade? Saudi-Katan-Shop oder wo seid ihr? Alter! Stimmt, man kann es ja innen auch machen, das wächst ja dann bis an maximale Höhe. Der hat den König, der hat Basti GRG zu oft geprankt und jetzt kriegt er die Strafe. Er wird jetzt noch mehr mit Bambus bestraft. Nicht nur Status, sondern jetzt kriegt er es auch in seine Base. Ey, wir müssen aber hierbleiben, dass das schnell wächst. Oder wenn wir guck mal, wie weit hinten das schon ist. Das gib mir Wind, ich baue mit. Ja, gut, stimmt. Gib mir auch ein paar. Ja, gib jedem Bambus, weißt du. Merle, was wurde mit Bambus gemacht in der Vergangenheit? Das hab ich schon gerade gesagt. Pandas essen das so. Nee, es gibt was anderes. Folter-Methode. Achso, true. Mein Gott. Das heißt ja gerade gesagt, ja. Oder? Echt jetzt? Ja. War ich da gemutet? Ganz kurz, glaube ich. Du bist gerade reingejoint. Okay. Sorry, das aber wie, wieso, wie funktioniert das? Nee, im Endeffekt, weil ich sag's, du wurdest Oberkörper frei. Ich mute den und jetzt, okay, nee, ich mute dich jetzt. Also, Fabo, ich hab ihn gemutet. Ist mir egal, du hörst ihn nicht, Bambus. Falls ich mute dich auch gleich. Eine bestimmte Eigenschaft. Nein, okay, sorry. Und zwar, dass es so schnell wächst. Deswegen sind auch Bambusmöbel sehr smart, weil die eben so, ja. Wächst es auch in Relief so schnell? Ja. So verwächst dann noch, wenn das aus Bambus ist. Ja, auch. Gut. Also das wächst wirklich viel zu schnell. Also das wächst also echt richtig. Wenn ich mir jetzt so ein Bambus-Ding hole, wie schnell ist der auf einem Meter? 30 bis 50 Zentimeter pro Tag, schreibt jemand. Wenn das stimmt, Wallah. Der Bambus wächst auf 90 Zentimeter an einem Tag. Er wollte Dua machen, Alter. Digga, hä? 90 Zentimeter in einem Park ist ja echt krank, hä? Der will mich über den Bambus hängen, Alter. Weißt du, was ich gerne dich sehen würde? Ich würde dich so gerne so eine Metallstange, die komplett deinen kompletten Körper durchgeht und ich dich über so ein Lagerfeuer so waagerecht aufhängen kann und du drehst. Wie so ein Pferd. Wie so ein Pferd.
Wildsau am Spieß und ich steck da so einen Apfel in den Mund. Digga, was willst du? Ja, bist du krank, Alter? Bist du krank? Du hast ganz kranke Theorien. Überall Bambus, Bambus wird platziert in der ganzen Base von Noreans. Bambus, überall ist Bambus, 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 zu viel Bambus, überall ist Bambus, überall war noch nicht so viel Bambus, überall Bambus. Sorry. Oh mein Gott, hier ist ja alles voll mit Bambus. Geiles Wetter. Bambus. Eben. Du guckst aus dem Fenster und checkst halt einfach so, wo du gerade bist und so. Das ist schon. Wir müssen oben drauf auch noch Bambus machen. Alter. Warte mal, was ich gerade mache. Oh mein Gott, du bist der Beste. Legit, er soll es so lassen einfach. Sieht besser aus. Junge, überall ist Bambus, ne? Und jetzt noch oben drauf. Auf jeden einzelnen Glasblock muss Bambus jetzt. Grasblock. Überall Bambus. Das fällt mir nicht, tschüss. Hier entsteht jetzt ein Bambuswald. Ja, wir retten die Pandas. Junge, ey, wenn das hier groß. Alter, das wächst ja echt schnell! Ja, Bruder, das wächst crazy schnell, das ist so geil. Boah, hier, Digga, das wird so geil aussehen. Junge, der Prank ist voll spontan entstanden, aber der macht voll Sinn. Weil guck mal, Chat, Marcel, also Noreax, hat wirklich, der macht immer so Späßchen und so, ne? Und alle haben so Respekt vor Basti und so. Und Marcel ist so neu in Craft Attack und so und müsste sich den Respekt eigentlich, also der muss das eigentlich voll. Wisst ihr, der muss erst recht Respekt haben, in GAG sein zu dürfen. Und er hat das alles, er nimmt das alles ein bisschen zu auf die leichte Schulter. Deswegen rennt er aktuell mit Status Bambus rum. Und jetzt kriegt er nochmal eine Strafe, und zwar Bambus in sein Haus. Warum Bambus jetzt direkt eine Bestrafung ist, weiß ich auch nicht, wie das richtig entstanden ist. Aber ist halt so. Bambus ist die krasseste Strafe, die du in Minecraft bekommen kannst. Bambus. Einfach Bambus. Ich sag full ernst, das sieht krass aus. Ich schwöre sogar, das sieht krass aus. Wir machen ihm einen Gefallen. Kleine Streamer glücklich machen. Du musst auf jeden Block machen, Feister. Das ist falsch, was du machst. Ey, Mann, das juckt doch nicht. Nein, wirklich. Das muss ein kompletter Urwald sein hier. Ja, Mann, Digga. Weil er muss ja dann auch wieder jeden Block abbauen. Kann man das mit Wasser spülen? Nee, ne? Bambus? Nee. Geil. Okay, wie sieht's aus? Wow! Okay, innen ist krass. Digga, innen ist schon so viel gewachsen. Innen ist krass. Boah, hier ist noch voll. Oh mein Gott, ist hier viel leer. Ist das geil. Bambus. Einfach überall Bambus. Mann, lass sie jetzt einfach drauf. Nein. Voll hier. Nein, es muss mehr. Jeder einzelne Block Bambus. Es muss mehr. Überall Bambus. Überall soll Bambus. Alles muss explodieren. Bambus muss hochgehen. Okay, es reicht, Feister. Okay, ich habe aber noch 4 Stacks Bambus. Die müssen wir jetzt noch außenrum ein bisschen platzieren. Ne, ich werde beim König keinen Bambus platzieren. Der arme König. Hat das nicht verdient. Bei Marcel schon. Boah, oben ist krass. Oben ballert richtig, oder? Oh, hier ist noch was! Stell dir vor, erstes Jahr Crafting und deine Base wird einfach Folgebambus. Voller Bambus. So, und jetzt machen wir es bei irgendeinem Teilnehmer, die noch nie was mit Bambus zu tun hatten. Das bei Maluna machen gleich. Nein. Bambus nur für Erzfeinde. So, passt. Schön mal. Alles voll. Bambus! Die Höchststrafe! Ja, die Höchststrafe wurde ausgeführt. Bambus in der Base. Junge, man kann einfach ein Crafting nicht aus Holz und aus Dirt bauen, weil entweder wird dein Haus angezündet oder du kriegst Bambus rein. Wir könnten noch Dirt über den Biegen machen und da auch Bambus drauf. Das meint ja jemand da. Sollen wir? Lass machen, bitte. Ja, lass machen. Komm, ich hol Dirt. Warte, man kommt ja heute nicht online. Egal, noch besser, dann kann mehr wachsen. Dann bauen wir nochmal. Wir kopieren die Base nebenan und bauen nochmal Bambus rein. Aber auf jeden Block mehr, ja? Jemand meint, dass, ja. Dass wir die Steine vom Haus zu Bambusblöcken wechseln sollen. Oh mein Gott, ja, das wäre, glaube ich, zu viel. Das wäre auf jeden Fall zu viel. Wir können aber ein grünes Glas holen, damit das aussieht wie ein Bambus, der Strahl. Das hole ich. Oh mein Gott, ich richtig ab. Ich richtig ab. Ich baue nicht nur eins, sondern ich baue diese 16 Glasscheiben nach oben. Oh mein Gott, aber mach so. Du bist so ein Hund. Ein riesiger Bambuslaser! Ist das scheiße? Sieht echt aus wie Bambus! Nein, wir müssen es ein bisschen dunkler machen. Bambus! Bambus! Das war der beste spontane Prank, den wir je gemacht haben, Feister. Wait, das war auch Hashtag der erste, ne? Hashtag den Homer for Rash, Alter. Hast du mich gerade angesneakt, Merle? Nein. Alter. Ich möchte gerne noch Gomme pranken. Lass uns bei Gomme auch irgendwas machen. Ey, der arme Dicker. Hat der überhaupt was? Sein Creeper, ne? Ja, der hat seinen Penis-Creeper da. Was? Golem-Melonen. Was ist das? Bambus! Das ist krass hier, Feister. Wo denn? Nee, ich hab's getan. Überall. Oh nein! Bei wem? Warte. Mach nichts! Mach nichts, bist du bereit? Ich kann so viel Spaß mit Bambus haben. Okay, chill mal jetzt. Ich weiß genau, was du machst.
Ja, Farbe kommt ja gar nicht. Lass das hier stehen. Ich gehe. Nachdem du gegangen bist, um so 3 Uhr nachts hat Basti zockt. Basti zockt ist um 3 Uhr morgens. Ja, ja. Ist der besoffen nach Hause gekommen? Geh in den Shopping District, du wirst sehen. Basti hat zockt überall Schilder von sich aufgestellt. Was? Aber er hat überall Schilder einfach aufgestellt? Ja, klar. Er muss ja zeigen, wer es war, Ehrenmann. Oh nein. Digga, darf man sowas zeigen? Ich weiß es nicht, aber schau, was er hier hingeschrieben hat. Also, dass ein, naja, ein grummes Shop ist. Nun ja, leg dich nicht mit Bastis Prügel an. Okay, weiter geht's. Digga, weil ein grummes Sarg getötet wurde. Ja. Weil hier ein Loch ist, oder was? Ja, weiter geht's. Was macht... Digga, der hat hier gestern einfach randaliert. Der hat gestern randaliert, ja, das war Basti Zeug. Das ist krass. Junge, hier liegt ein totes Schaf im Shopping District, Alter. Voll detailliert aufgeschlitzt und so. Das hat Basti Zeug auch gemacht. Alter! Basti Zeug ist gestern richtig durchgedreht. Digga, was? Der Fuß ist abgehackt von dem. Alter! Aber hast du den Boss gesehen? Den hab ich gesehen, ja. Ja, Digga, Basti Zock ist gestern nach Hause gekommen, Digga, um 3 Uhr nachts. Nee, er hat sich ausgeloggt, das geht, Digga, ich hab so Angst. Das ist ein Trap-On. Okay, ich hab lauter fotografiert, was sich ausgeloggt hat. Lass mich den Trap-On. So wie die Tadelvaro-Falle, Digga. 1:1, dann kriegen wir ihn aus. Hier liegt ein totes Schaf im Shopping District. Ja, das liegt schon mit Blut und so, Digga. Auch mit ich schwöre, das liegt in der Blutlache, Alter. Feister, komm jetzt meine Base. Ich komm in deine Base. Aber ich muss halt eigentlich Redstone machen. Ich bin heute richtiger Joker. Nein, du kommst jetzt in meine Base. Okay. Also Faisal, guck mal meinen Ring an. Der schwebt ja. Dein Ring an? Was ist, wenn ich an den Ring links und rechts Ketten mache, nach oben und eine richtig große Halterung noch baue? Eine Halterung? Das Ding soll nicht schweben? Nee. So ein Strahl in der Mitte, der sich so auflädt und dann hier so alles zerstört unten. Das wäre so wie bei Fortnite ein bisschen. Ja, aber dann... Warte mal, ich google jetzt. Ich weiß nicht, ob es da Fortnite was gab. Fortnite-Ring. Gab so Fortnite, ich google oder? Einfach nur Fortnite-Ring. Mann. Digga, was mir da gelingt wird. Ja doch, mach den. Soll ich den machen? Ja doch. Hört sich gut an, weiter so. Ist das schlecht? Ich baue Loot Lake. Oh mein Gott, baue wirklich Loot Lake. Das wäre ehrlich krass. Bau Kevin den Cube drunter. Aus Crying Obby. Nee, ich will auf jeden Fall meine Base noch was ändern, Digga. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Hörst du mir zu, Feister? Ich höre zu. Ich baue Ketten bis maximale Bauhöhe und auf maximale Bauhöhe mit Glas und Obsidian, Crying Obby, Purple Glas, ein Portal, wo die Ketten rauskommen. Gänsehaut. Dass es so von einer anderen Dimension gehalten wird. Halsmaul. Halsmaul. Das mache ich. Warte, ich. Nein, ich mach das. Ich skizziere dir nur kurz, wie es am Ende aussieht. Mach dann noch so Portal. Neben Merle und die Ketten kommen dann bei Merle raus und dann sind das so zwei Ringe, die miteinander verbunden sind. Was hat Merle damit zu tun, Veto? Ja, die hat auch so einen Ring gebaut, neben dir. Ja, aber der sieht aus, wie so eine, als hätte, sag ich jetzt nicht. Ey, die ist schon genug am Boden. Ne, es sieht aus, als hätte irgendwie so eine Kuh, die, was nur so Weizen und Getreide ist, so Gras. Sieht aus wie so eine Graskackwurst. Diese Wurst wär so rausgeboren. Ich hab gezeichnet. So wird's am Ende aussehen. Schick. Oder nicht? Nein. Wie? Vorbei. Dafür hast du so lang gebraucht. Hä? Du tust, als hätte ich lang gebraucht. Ich muss nur noch Paint starten. Wisst ihr was? Scheiß auf Ketten. Ich baue meine Base aber nicht weiter. Ich lasse den Ring so. Es ist ein Donut, eine Tasche. Ich baue jetzt was anderes. Ich baue ein Event. Eine Adlerkugel, Bro. Bro, was schickst du hier rein? Warum wiegt dieser Drecksadler 700 Kilo und warum kostet der 4.500 Euro? Ich bestell mir den jetzt. Wie lustig wäre es, wenn der im Stream-Hintergrund steht? 1,5 Metern ist der groß. Breite, der wird hier reinpassen. Darf ich 700 Kilo in meine Wohnung stellen? Oder ist das nicht so gut? Ich glaube, den könnte man sogar... Ne, boah, wie viel Maximalgewicht hat der Aufzug hier? Das geht. Ich schwöre, das geht. Wie krass wäre der in meinem Zimmer? Der hier im Hintergrund. Da, also jetzt, also... Ich schwöre, ich hole den. Hier gibt es auch noch andere Tierfiguren. Die hole ich. 2 Löwen aus Marmor hier rein. Boah, die sehen böse aus, ja. Mann, ich schwöre, der muss gebannt werden dafür. Was hat Basti zockt um 3 Uhr nachts hier gemacht? Aber warum ist er denn um 3 Uhr nachts gejoint? Hat er geredet mit euch? Nee, der ist einfach so hergegangen. Mit einer Krawalldose in der Hand. Also Basti zockt ist um 3 Uhr morgens online gekommen nach der Kneipe, Alter. Hat den PC angemacht und hat einen Penis gebaut beim Gommeshop. Ist gegen Norisk seine Schulter geflogen, gegen den Kopf und hat ein Schild gemacht von wegen sorry, bin gegengeflogen, eingebröckelt. Er hat hier an das Schild geschrieben, Basti zockt hat hier fett einen abgegrieft. Und was hat er noch gemacht? Er hat neulich 2 Pobacken gebaut. Was? Aber diese...
und hingeschrieben, Basti Zorn steht auf Knack. Was zum Teufel? Doris Kappa. Willkommen, Digga. Mann, ich möchte mich auch mal mit wem prügeln hier. Warum will sich niemand mit mir prügeln? 480, 100, ja, okay. Mo? Ja, stimmt, so Mo. Sag doch. Hier vorne. Mach ich jetzt gegen Merle einen Boxkampf? Könnt ihr machen. Nee, Merle hat schon. Merle kämpft gegen Gomme. Nee, wir machen jetzt einen. Ja, doch, nein, ich möchte aber gegen Gomme boxen. Okay, ihr könnt jetzt einen machen, so Training. Merle, Sparing, ihr macht immer Sparing. Warte kurz, stopp nicht rein! Stopp, raus! Ah, ding, ding. Jetzt. Nein! Mann, ich hab aber keinen. Ich hab kein Totem. Warte. Okay, wir können. In der Rundecke! Feister! Mach mal Lärm! Ja, ich werde dich so in Grund und Boden stampfen! Und in der rechten Ecke Merle Perle! So, ja, ihr müsst ohne Totem. Ja, aber dann. Mann, du hast doch schon 19 Tode. Wenn ich will, hau ich dir jetzt hier in die Fresse. Warte. Er kommt mit. Er kommt mit Messer zu Boxkampf. Warte, was? Kommt mal nochmal hoch. Ihr müsst hier euren Respawn Point setzen. Loser! Junge. Ist das geil. Okay, seid ihr ready? Let's get ready to rumble! Kann ich hier spammen oder nicht? Nein. Tschüss! Oh, was? Boah! Merle, Perle, Kopf in meine Hand, ich zieh ihn an. Wie viel OP? Sag es. Drei Herzen. Nein, das kann nicht sein. Boah, Feist, du hast aber gute Kombos kassiert. Ist du hast mal so, so einen richtigen Uppercut bekommen, Alter. Ich will gegen Merle mit Totem. Lass wir beide gegeneinander, du nimmst Totem. Nein, ich möchte gegen Fabse. Ja, erst Merle. Sind beide Seiten bereit? Ja, jetzt bitte. Are you ready to do a rumble? Okay. Oh, nein, stopp! Oh, was macht der hier? Oh, nein! Merle! 10 Herzen hat er! Oh. Ja, ich hebe ihn! Ich schwöre, ich kann nicht! Oh, Bambusrang rein! Nein. Bambusrang! Oh mein Gott! Ja, Pabo, scheiß auf dich! Das war's! Nimm ihren Kopf! Merle, heb deine Hand und spreiz deine Finger! Was für Auf dem Lärz hat es Digga, ich bin full, ich hab 10 Herzen. Digga, das war Edit. Heute kommt noch ein TikTok von Fabo online, endlich nach 3 Monaten. Nach diesem Kampf verarbeite ich Heiko zu einer automatischen Farm. Wow! Was er sagt, Heiko, lässt du dir das gefallen? Hä? Ja. Oh. Okay. Ja, warte mal. Okay, seid ihr ready? Also, du weißt nicht, dass du gerade in meiner Farm bist. Okay, doch, mach. Let's get ready to rumble! Hey, der hat nur zweimal geläutet, das zählt ja nicht! Mann, dreimal. Gib's ihm! Hi, go! Hi, go! Wow! Nein! Heiko, du bist verprügelt. Nein! Ach, ja, Totem! Wie viel hast du noch? Zweieinhalb. Zwei. Boah, Feist hat manchmal so gottlose Zweier-Hits rausgehauen. Okay, macht ihr jetzt? Muss hier zumachen. Ja. Are we ready to rumble? Merle! Oh. Merle! Was passiert da? Oh, Berlingold! Oh, guter Kombo von Heiko. Merlin goated! Merle muss jetzt noch eine gute Kombo machen. Oh, wow! HP! Heiko, wie viel? 7. Was? Tschüss! Nein, 3 hatte ich gerade hier. Oh, Digga. Wie bei mir davor. Mann, ich heb die Schere. Berlingold. So, Fabo, wir beide noch. Okay, aber mit Totem, ne? Ey, Bambus Fops, sind die Alter. Noch. Alter, Heiko, Hütze, fix. Ey, Digga, Man ist wanted, ne, mit Power 5. Ich weiß, Fabs, komm, Alter, du schaffst es. Ich schuf dich. Denk ans Bäuerische. Ich denk nicht ans Bäuerische. Denk ganz bäuerisch in dir, komm. Ey, ich wünsche euch einen fairen Kampf, gell? Seid's bereit? Komm auf die Ecke. Mit 3 Bündler geht's los! 3, 2, 1!
Oh! Oh! Oh, was machst du mit mir? Was machst du mit mir? Oh mein Gott! Oh, Weißer! Weißer! Alter! Oh. Hey, hey! Oh! Ich bin voll. Ab Hälfte habe ich versucht, auf Kritz zu gehen. Hä? Merl? Du bist überkrank. Mann, natürlich ist Fabo krank. Der war Platz 1 Skywars. Ehrlich? Nein, Survival Games. Du hast meine Sachen, oder? Alter. Die liegen da. Die. Gib mir den Kopf. Digga, ich wusste nicht, dass Fabo so eine Maschine meine ist. Fabo, hast du den mal gesehen, Mann? Der könnte dich dreimal curlen, Merl. Das stimmt. Ich glaube, das könnte tatsächlich fast jeder. Aber der No-Joke, der Skin fast so wie zu dir, der kommt. Ich schwöre, ne? Du könntest so aussehen, Mann. Wir gehen in die Disco, oder? Ja, ich Block wieder zurück. Ich habe nicht das Gefühl, niemand hat zugehört. Oder das Event war ultra scheiße. Ehrlich, ich stecke immer zu dir. Jungs. Hallo! Danke, Mann! Danke, Hallo. Mann! Hallo? Ich würde gern rein, bitte. Ich ist hier heute schon zu Ende. Weiter. Hä? Hallo? Oh, jawohl, der ist... Hey! Der ist 12. Ich hab alles getrunken, komm! Ich hab alles getrunken, komm! Schnell, komm, den Schalter! Ich bin der Papa von Marcel. Ich hab mir den Fatih-Zettel. Darf er jetzt rein? Für dich ist hier heute Schluss. Nicht da. Du darfst rein, Digga, aber ich darf rein, oh, jawohl. Barbierchen zünden, ne? Danke dir, ne? Ich stell mir jetzt richtig einen rein, den Sohnemann zu Hause halte ich nicht mehr aus, wa? Ey, darf ich mein Getränke mitnehmen, Alter, mein Bierchen? Ich trink's kurz aus. Ja, komm rein. Schmeiß da hin in den Müll. Fabsel, was willst du denn haben hier in der Bar? Ist das hier Alter. Das Zeug? Nein, hier ist das hier. Oh, danke schön. Was für eine Fahne, Alter. Ich bin so besoffen, Alter. Servus, Heikel, der hat uns richtig zuschütten, Alter. Ich bin der Streamer. Richtig eine Reins auf mich. Ich bin der Streamer. Oh nein! Yo, DJ Norex in the house! Kommt auf die Tanzfläche, Leute! Yeah! Ich will euch tanzen sehen! Macht den Marsch mit rein! Und 3, 2, 1! Gleich geht's los! Ich zück die Flasche, ich hau mit der Flasche zu! Ich hau mit der Glasflasche drauf! Wir haben den Lava mitgenommen, Alter! Jetzt geht's immer richtig ab! Auf die Tanzfläche, ich will euch alle sehen! Hände hoch und Feuerzeug an! 50% haben alles, was dabei ist! Öffne den Kreis! Yeah. Berlin Techno Shop, wir sind back. Hey, Alter, hey! Mein Getränk ist ausgekippt! Nein, mein Getränk ist ausgelaufen! Mach den schnellen Stampfer! Ich geh, wie das aussieht, als wenn diese Hühnchen da oben so DJ ist. Hey, halt! Die Cola haut rein, Jungs! Hast du die Mod zum, hast du die Mod zum Dings? Ja, ich bin auf dem Weg. Hier, das hier sind die Koordinaten. Ja, ich sehe den Creeper jetzt. Perfekt. Das Vieh überlebt ja gar nichts, Alter. Digga, das war ein Block oder so. Ist das Vieh scheiße? Leute, schau mal, wie ich im Raucherbereich gefunden habe. Der war im Raucherbereich, der ist voll cool drauf. Kommemod angeht. Ey, Basti, du gehst gerade Feier, Bro. Du gehst Feier. Kontakt. Ja, tschüss. Alter. Ey, abgerissen. Hey. Berliner Jung. Wow. Ey, nicht schlecht. Berlin lebt. Ist das krass, Shit. Ich kann es alles nicht mehr. Und jetzt alle. Baby, gib ihm. Reole. Reole, Alter. Wir waren gerade im Club, Alter. Jetzt geht's hier weiter, oder was? Ey, lass mal hier den Moshpit rein! Seid ihr auch alle drauf? Rein zu den Bühnen! Ey, Hausparty bei Reole! Haus abbauen, Hütte abbauen, Löcher rein! Ja, Mole! Lass die bewegt deine Hüften! Lass die Hühner frei! Nein! Die Hühner! Digga, was war das bitte für ein lustiger Craft-Attack-Tag heute?